So, damit herzlich willkommen zum frischen Videomodul der Preistheorie. Schön, dass wir wieder dabei sein. Ja, wir wechseln heute vom Mengenwettbewerb zum Preiswettbewerb. Im Mengenwettbewerb haben wir unterschiedliche Modelle kennengelernt. Eines davon ist das Cournot-Modell. Daneben haben wir noch das Stackelberg-Modell kennengelernt und wir haben uns mit der Kartelllösung beschäftigt. Ja, im Preiswettbewerb beschäftigen wir uns mit dem Bertrand-Modell. Kurz einmal den Vergleich hier mit den beiden Definitionen. Im Cournot-Modell entscheiden die Unternehmen simultan über die Menge, die sie anbieten. Im Bertrand-Modell wird auch simultan entschieden, allerdings über den Preis. Ja, und wie immer wollen wir das Marktgleichgewicht ermitteln. Besteht aus Gleichgewichtsmenge und Gleichgewichtspreis. In der Regel gehen wir immer über die Gewinnfunktion. Das wissen wir alle schon. Ihr findet zu beiden Modellen bereits Videos in den Playlisten der Preistheorie und der Mikroökonomie. Schaut euch dort einmal um. Bevor ich jetzt mit den beiden Fällen hier unten einsteige, erstmal zwei Annahmen bzw. Prämissen, damit unser Modell hier auch aufgeht. Ihr kennt das aus dem Einführungsmodul EVWL bzw. Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Da beschäftigt man sich vor allem erstmal mit diesen grundlegenden Annahmen von mikro-volkswirtschaftlichen Makro-Modellen. So, erstmal haben wir ein homogenes Gut. Homogenes Gut. Und dann haben wir Nachfrager, die eben konsumieren zum günstigsten, das ist ganz wichtig, zum günstigsten Preis. Egal, ob der Preisunterschied nur bei einem Cent zwischen Anbietern liegt, ich werde immer zum günstigsten Anbieter übergehen. Wenn euch noch weitere Annahmen einfallen, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren dann ausführen. So, zwei Fälle. In beiden Fällen ist die Nachfragefunktion identisch. Ich möchte hier auf den Unterschied der Kostenstruktur eingehen. Im ersten Fall haben wir identische Kosten. Im zweiten Fall kann ein Unternehmen die Kosten senken. Also wir skizzieren erstmal beide Unternehmen hier ein. Unternehmen 1 und 2. Hier ist es so, identische Kostenstruktur. Das heißt, Unternehmen 2 wird exakt dieselben Werte hier haben. Das sind einmal Kosten in Höhe von 6 Einheiten, Stückkosten von 6 oder auch variable Kosten. Wir haben hier keine fixen Kosten. Daraus können wir dann die Grenzkosten ableiten. Die Grenzkosten, die erste Ableitung der Kostenfunktion, 6 Einheiten. Und eine Eigenschaft wäre hier dann noch, dass die Durchschnittskosten entsprechend auch bei 6 Einheiten liegen, weil wir eben die Kostenfunktion durch die Variable x dividieren. Die beiden x am Bruch lösen sich gegenseitig auf. Es bleibt nur noch die 6 bestehen. So, das sind Basics. Kennen wir schon aus vorherigen Videos. Schon im Einführungsmodul der Volkswirtschaftslehre sind drei Begriffe Kostenfunktion, Grenzkosten, Durchschnittskosten. Das sollte man schon mal gehört haben. So, Fakt ist, wir haben hier für beide Unternehmen Grenzkostenhöhe von 6 Einheiten. Das heißt, keines der Unternehmen würde unterhalb der Grenzkosten auf dem Markt anbieten, weil ich dann als Unternehmen zwangsläufig in der Verlustzone lande. Und wenn ich in der Verlustzone bin, würde ich mittel- und langfristig, wenn nicht sogar kurzfristig, schon vom Markt ausscheiden. Das macht einfach keinen Sinn, unterhalb der Grenzkosten auf dem Markt anzubieten. So. Ja, im Bertrand, im Preiswettbewerb ist es so, gegenüber dem Mengenwettbewerb, dass wir hier schon bei einer Anzahl von 2 Unternehmen von einem Wettbewerb auch sprechen. Das heißt, wir können hier auch mit der Bedingung Preis gleich Grenzkosten arbeiten. In diesem Fall, wenn das eben die 6 Einheiten, das wäre der Preis für Unternehmen 1 und der Preis für Unternehmen 2. Also beide Unternehmen hätten hier den identischen Preis, weil sie nicht unterhalb der Grenzkosten anbieten. Beide die identischen Grenzkosten hier haben von 6 Einheiten. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, wieso Unternehmen 2 oder 1 nicht einen höheren Preis anbietet, um vielleicht die Gewinne noch zu erhöhen. Ist das nicht ein Anreiz? Ja, es wäre eigentlich so, jetzt pauschal wird es ein Anreiz. Wenn ich den Preis erhöhe, gehe ich von höheren Gewinnen aus. Allerdings, wir schauen auf unsere Annahme. Nachfrager konsumieren zum günstigsten Preis. Und wenn eines der Unternehmen den Preis erhöht, da habe ich 2 unterschiedliche Preise am Markt und der Nachfrager würde zum günstigeren Anbieter dann übergehen und der günstigere Anbieter würde die gesamte Nachfrage erhalten, so dass das Unternehmen mit dem höheren Preis ja würde gar keine Gewinne erzielen, würde eher Verluste erzielen aufgrund eben der gegebenen Kosten. So, also das erstmal dazu.
Dann könnten wir hier einmal die Menge bestimmen, x in Abhängigkeit von 6. Da hätten wir dann eben hier die 140 minus die 5 mal 6 sind 110 Mengeneinheiten am Markt. Diese Mengeneinheiten würden sich dann x1 plus x2 teilen. Also beide hätten eine Menge hier von 55 Einheiten am Markt und die gesamte Marktmenge wären dann 110 Einheiten. Ja, im Sinne der Gesellschaft, im Sinne des Staates ist es immer so, dass wir die Wohlfahrt maximieren möchten. Und hier hätten wir das in diesem Fall. Es wäre eine Pareto-effiziente Allokation, da es keinen Anreiz mehr gibt, für eine der Unternehmen von der jeweiligen Lösung abzuweichen. Wenn ich von der Lösung abweiche, lande ich entweder unterhalb des Preises von 6 Einheiten, das heißt, ich lande in der Verlustzone, weil ich unterhalb der Grenzkosten anbiete. Und wenn ich oberhalb der Grenzkosten anbiete, werde ich ja unterboten. Es besteht ja immer die Gefahr, dass ich von einem konkurrierenden Unternehmen unterboten werde. Und deshalb pendelt sich ja ein Gleichgewicht von 6 Einheiten ein. Klar, wir sprechen hier im Bertrand-Modell von einer simultanen Entscheidung. Das heißt, ich könnte mal x-beliebig in der Startsituation erstmal einen Preis von 20 Einheiten setzen, sehe es im Nachhinein, welchen Preis der Konkurrent dann setzt, meinetwegen einen Preis von 30 Einheiten. So, habe dann diese beiden Preise, die Konkurrenten sehen ihre Preise, aber es würde dann immer zu der Situation kommen, dass der eine Anbieter den anderen unterbieten will. Ihr kennt das im Prinzip der Reaktionsfunktion, hatten wir das auch beim Mengenwettbewerb. Ich setze die eine Menge in die Reaktionsfunktion 1 ein, erhalte dann die Menge, setze diese dann in die Reaktionsfunktion 2 ein und so weiter. Spiel geht dann so lange, bis sich ein Gleichgewicht dann einpendelt und hier wären wir dann bei einem Gleichgewicht Grenzkosten gleich Preis gleich eben die 6 Einheiten. Darunter würden wir nicht anbieten, weil wir eben in dieser Verlustzone landen. Ja, hier gibt es also keinen Anreiz. Es gibt für kein Unternehmen einen Anreiz von der Lösung von der Lösung P gleich 6 abzuweichen. So, und dann könnten wir hier reinschreiben, das wäre auf jeden Fall Pareto optimal oder Pareto effizient. Effizient. So. Ja, damit haken wir die erste Situation im ersten Fall ab, gelangt zur Fall 2. Und zwar hier ist es so, dass ein Unternehmen die Kosten senken kann, zum Beispiel durch eine Umstrukturierung. Wir wissen jetzt nicht genau, was dahinter steckt. Auf jeden Fall, die Kosten können gesenkt werden von 6 Einheiten auf 3 Einheiten. Wir haben weiterhin keine Fixkosten. Jetzt haben wir unterschiedliche Situationen der beiden Unternehmen. Unternehmen 1 ist jetzt hier bei k von x gleich 3x. Das heißt, hier bei gk von x gleich 3 und bei Durchschnittskosten von 3. Unternehmen 2 bleibt bei der Kostenstruktur 6x GK 6 und eben die Durchschnittskosten auch von 6. Auch hier gilt natürlich, dass keines der Unternehmen unterhalb der Grenzkosten auf dem Markt anbieten wird, weil eben dann wieder diese Verlustzone kommt. Wir würden zwangsläufig aufgrund des Verlustes eben vom Markt ausscheiden. So, was hier auch feststeht ist, Unternehmen 1 kann den Preis diktieren und wird einen Preis von 3 bis 6 Einheiten festlegen. Also Unternehmen 1 könnte hier variieren. Unternehmen 1 möchte aber die Gewinne maximieren, möchte aber marginal unter dem Preis des Unternehmen 2 liegen. Auch hier dann die Bedingung. Preis gleich Grenzkosten. Nur hier ist es so, dass wir uns nicht eben an den eigenen Grenzkosten orientieren, sprich den günstigsten Grenzkosten von 3 Einheiten, sondern wir gucken, was ist das nächste Unternehmen, das nächstgünstigste Unternehmen.
Und das wären hier die 6, also hätten wir hier einen Preis von 6 Einheiten und das wäre eben dann der Preis von Unternehmen 1, Unternehmen 2, nur das Unternehmen 2 hier zwangsläufig aus dem Markt ausscheiden würde, weil wir, wo haben wir das? Hier. Wir würden marginal versuchen, den Konkurrenten eben zu unterbieten. Und wenn es nur um 0,00001 Einheiten ist, haben wir ihn unterboten. Und die Annahme heißt, der Nachfrager geht über zum günstigsten Preis und würde dann eben zu Unternehmen 1 tendieren. Also ich versuche dann eben den Konkurrenten vom Markt fernzuhalten. Und dieser könnte vielleicht kurzfristig noch mithalten und könnte vielleicht auch einen Preis von 5,999 anbieten, würde man mittel- und langfristig vom Markt eben ausscheiden. Und hier würde sich ein Preis von 6 Einheiten bilden, so wie in der Situation darüber, nur dass wir hier eben den Preis an den Grenzkosten des nächstgünstigeren Unternehmen dann orientieren. So, ja, die Menge wäre hier auch dann die 140 minus die 5 mal 6, also die 110, das wäre immer auch die Menge am Markt, die angeboten wird. Allerdings wäre das jetzt nur die Menge des ersten Unternehmens. Das zweite Unternehmen würde hier zwangsläufig nicht mehr anbieten. Es würde mittel- und langfristig hier vom Markt ausscheiden, weil es mit den Grenzkostenpreisen des ersten Unternehmens gar nicht mithalten kann. So, das heißt, X2 hätte dann eben hier eine Menge von 0. Die gesamte Menge wären aber immer noch 110 Einheiten. Wir unterstellen hier, und da sind wir bei der dritten Annahme, eben sehr große Kapazitäten der Unternehmen. Kapazitäten. Schreibt das nochmal hin, der Unternehmen. Das heißt, es würde nur in der Situation zu diesem Preis gleich 6 kommen und es würde auch nur zu der Situation kommen, dass ein Unternehmen zwangsläufig vom Markt verschwindet, wenn das erste Unternehmen auch diese Nachfrage abdecken kann. Wenn das erste Unternehmen diese 110 Einheiten gar nicht abdecken kann, weil die Kapazitäten nur bei 50 Einheiten liegen oder bei 60 oder 70 oder 80 Einheiten, dann bietet sich eine Lücke, eine Marktlücke für ein anderes Unternehmen, in diesem Fall eventuell für das zweite Unternehmen, die anderen 30, 40 Einheiten abzudecken. Das ist auch nochmal ganz wichtig dazu. Und hier hätten wir eben keine Pareto-effiziente Allokation. Hier würde es dann eher zu einer Monopolstellung dann tendieren. So, das ist alles, was ich so ein bisschen an Theorie, womit ich schon mal einsteigen wollte. In den kommenden Videos werfe noch ein bisschen Blick auf die Mathematik. Da sieht man das noch ein bisschen konkreter dran. Auf jeden Fall, man kann im Preiswettbewerb nicht pauschal sagen, immer Preis gleich Grenzkosten, sondern ich muss sich natürlich an, also ich muss mir erstmal die Kostenstrukturen der Unternehmen anschauen. Habe ich überall dieselbe Kostenstruktur? Klar, Preis gleich Grenzkosten. Habe ich unterschiedliche Kostenstrukturen? Nicht nur zwei Unternehmen, vielleicht sogar 10, 20 Unternehmen. Schaue ich mir, okay, was sind die günstigsten Anbieter am Markt? Und gelange dann so zum Preis. So, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.